als nächste Rednerin am Wort Selma Yildirim, SPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, werter Herr Kollege Fürlinger. Also jetzt haben Sie mich echt geärgert. Stellen Sie hierher, stellen hier alternative Fakten auf. Wissen Sie, was das war? Der Immunitätsausschuss, Herr Abgeordneter Fürlinger, ist so eins der routiniertesten, unkompliziertesten Sitzungen, die ich kenne in den 4 Jahren, seit ich im Nationalrat sitze. Was ist passiert? Als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an den Nationalrat das Ersuchen gestellt hat um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten Sebastian Kurz? Herr Abgeordneter Fürlinger, Sie sind Rechtsanwalt und Abgeordneter. Jetzt bitte hören Sie zu und gehen Sie nicht raus aus dem Saal. Die erste Reaktion war, weil die ÖVP eine rasche Aufklärung wollte, weil Sie ja alle zu Recht und hoffentlich auch aufrichtig an einer Aufklärung interessiert sind, habe ich in meiner Verantwortung als Vorsitzende dieses Immunitätsausschusses den ersten Termin, nämlich den 16. November 8 Uhr vorgeschlagen, eine Stunde vor Plenarbeginn, eine volle Stunde für eine Sitzung, die im Grunde genommen, das wissen die Zuseherinnen und Zuseher nicht, eine Formalie ist, weil ja im Vorfeld schon alles diskutiert wird und es eine Abstimmung in der Regel von 10 bis 15 Minuten sind. Aber ich gestehe zu, das öffentliche Interesse ist sehr groß an Ihnen, Herr Abgeordneter Kurz, eine Stunde zugestanden. Medial war die erste Reaktion der ÖVP, na selbstverständlich, der 16.11., das ist ja das, was wir eigentlich kennen, da stimmen wir zu. Hinter den Kulissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sich ein Tauziehen ergeben, dass ich mir gedacht habe, wo bin denn ich? Zwei Wochen lang. Sie fragen, welches Tauziehen, Herr Abgeordneter Wöginger, lesen Sie denn die Korrespondenz nicht? Sind Sie nicht im Gespräch mit Ihren Angestellten? Das Erste war, nein, wir wollen das am 16. nach der Sitzung, bitte nach 16 Stunden Sitzung hätten wir am Dienstag um 23 Uhr über diese Causa debattieren sollen, weil Sie gesagt haben, die Zeit von 8 bis 9 Uhr ist Ihnen zu kurz. Ich habe es schriftlich, Sie bekommen das gerne schriftlich alles. Die Stunde ist Ihnen zu kurz. So. Und das Zweite ist, weil Sie mich geärgert haben, da ist das Problem, Herr Wöginger. Und das sage ich Ihnen jetzt. Und jetzt hören Sie mir auch zu und können sich ja dann zu Wort melden und hören Sie mal auf mit den Zwischenrufen. Der zweite Termin, der 17. November nach Sitzungsende, der dritte Termin, den die ÖVP vorschlägt, heute, gerade jetzt, wollten Sie darüber reden. Na bitte, wann war denn das klar, dass morgen der Reservetag in Anspruch genommen wird, Herr Wöginger? Wann wurde das denn klar? Erst am 11. in der letzten Präsidiale. So, und jetzt soll ich mir als Vorsitzende den Vorwurf machen lassen, ich würde Ihnen nicht genug Zeit geben. So, Sie hatten die Möglichkeit, so viel Zeit zu haben. Sie hatten die Möglichkeit, sich einen Wunschtermin auszusuchen. Haben Sie aber nicht gemacht. Letztendlich, damit verkürze ich es, weil ich gerne auf den Inhalt kurz eingehen möchte, hatten wir vorgestern diese Sitzung, sehr geehrte Damen und Herren, und es ist Einstimmigkeit da, ja, aber dafür hat es diesen Zirkus gebraucht. Also es liegen in der ÖVP-Inseraten-Affäre schwerwiegende Vorwürfe gegen den Abgeordneten Sebastian Kurz und sein Umfeld vor. Da werden wirklich schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Es geht um nicht weniger als um Bestechung, Verdacht der Bestechlichkeit, Verdacht der Untreue, und es sollen geschönte Meinungsumfragen beauftragt, um entsprechende Berichterstattung in Boulevardmedien dazu gekauft worden sein. Und das alles von unser aller Steuergeld. Und das ist zu aufklären, das muss aufgeklärt werden. Eine möglichst rasche Aufklärung. Aber dafür ist die Justiz zuständig und auf parlamentarischer Ebene der Untersuchungsausschuss, den Sie ja hoffentlich nicht weiterhin verzögern, sondern hoffentlich auch mit forcieren werden. Wie Sie alle wissen, ist es nicht möglich, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit dem 14. Oktober ermitteln darf, weil ja Sie, Herr Abgeordneter Kurz, angelobt worden sind und auch Sie die parlamentarische Immunität genießen. Das ist ja auch wichtig. Es hat ja einen Sinn und Zweck, warum es diese Immunität gibt.
Aber in dieser Zeit ist natürlich auch wertvolle Zeit verstrichen worden. Es durfte ja weder gegen Sie noch all die anderen, die in diesem Komplex geführt wurden, ermittelt werden. Durfte nicht. So. Und das ist jetzt, wenn heute jetzt die Einstimmigkeit weiterhin gegeben ist, wird es so sein, weil wir keinen Zusammenhang mit diesen Korruptionsvorwürfen, keinen Zusammenhang sehen zwischen Ihrer Tätigkeit als Abgeordneter und eben das, was da vorgeworfen wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Niemand, sehr geehrte Damen und Herren, kann sich in diesem Parlament hinter der parlamentarischen Immunität verstecken. Darüber sind wir uns alle einig. Es ist nicht Teil der politischen Arbeit, Grenzen zu überschreiten. Nochmal, das soll die Justiz und die politische Geschichte der Untersuchungsausschuss des Parlaments erörtern. Ich möchte Ihnen nur eines sagen. Es hat mich in dem ganzen Vorfall eins erschüttert. Abgesehen von der strafrechtlichen Dimension, soll die Justiz machen und hoffentlich ungestört. Ja? Das, was kam, die rechtlichen Vorwürfe, nochmal, Strafjustiz macht es, aber was durch die Chats an die Öffentlichkeit geraten ist, diese innere Einstellung zu anderen Menschen, diese unglaubliche Gier zur Macht und die dafür verwendeten Mittel, das, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, das ist wirklich beschämend und das schadet unserem Ansehen, unser aller Ansehen. Andere haben dafür die Verantwortung bereits übernommen. Herr Kurz, ich erinnere daran, was Sie gesagt haben nach dieser Ibiza-Videoaffäre zu HC Strache. Ja, Sie haben es gesagt und ich muss gestehen, unter anderem auch der HC Strache, der ist sofort zurückgetreten. Ich glaube sogar von allen seinen politischen Funktionen. Und diese politische Dimension ist es, die mich hier oder die uns hier interessiert. Und dass Sie sich eine Selbstverteidigung aufbauen, Herr Kurz, sei Ihnen auch unbenommen. Dass Sie aber ein Privatgutachten erstellen lassen, in dem missbräuchlich ein Universitätslogo verwendet wird und von dem sich die Universität Wien distanziert, finde ich befremdlich. Ganz abgesehen davon, dass so manche Juristen auch inhaltlich den dortigen Aussagen nichts abgewinnen können. Und wenn man dann noch weiß, in welchem Umfeld der Gutachtensverfasser als Rechtsanwalt tätig ist, könnten wohl berechtigte Zweifel an der Objektivität entstehen. Befremdlich ist aber auch, und ich weiß wirklich schon gar nicht mehr, zum wievielten Mal von der ÖVP auf die Justiz eingeschlagen und der Anschein geweckt werden soll, dass die WKStA politisch motiviert und überschießend agiert. Herr Kurz, Sie machen der Justiz Vorwürfe. Greifen Sie an und schaden damit unserem Rechtsstaat. Jede Verteidigungsstrategie legitim, aber doch greifen Sie doch nicht den Rechtsstaat an, greifen Sie doch nicht diese Institutionen der Demokratie an. Sie legen der Aufklärung in Wahrheit damit Steine in den Weg. Sie verunsichern, die Leute fühlen sich eingeschüchtert. Das sind doch weisungsgebundene Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Gehen Sie doch endlich aus dieser Opferrolle raus. Sie sind kein Opfer einer politischen Kampagne durch die Justiz. Eher ist es umgekehrt. Also lassen Sie die Justiz endlich in Ruhe und ohne politische Zurufe arbeiten. Das ist angesichts der knappen Ressourcen ohnehin schon sehr schwer. Österreich hat aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, und damit werde ich einfach meine Rede beschließen, hat ganz offensichtlich ein Problem mit Korruption. Und das verstärkt in den vergangenen Jahren. Gerade die ÖVP hat sich stets wiederholt gegen Maßnahmen zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung in den Weg gestellt. Aber wir müssen Maßnahmen gegen Korruption auf den Weg bringen. Das haben all diese Vorfälle wieder einmal sehr deutlich gemacht. Und ich darf an das von einer breiten Zivilgesellschaft getragene Antikorruptionsvolksbegehren erinnern. Und alle einladen, dieses zu unterschreiben, sollten Sie das noch nicht getan haben. Wir können Korruption bekämpfen, sehr geehrte Damen und Herren. Bitte glauben Sie daran, dass wir es bekämpfen können und unterstützen Sie dieses Volksbegehren auch. Danke. Susselma Yildirim von der SPÖ, sie ist Vorsitzende des Immunitätsausschusses, der einstimmig die Auslieferung des Altkanzlers Sebastian Kurz beschlossen hat.